Hi, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir wurden zum Presseevent des neuen IMAX-Kinos in Leonberg eingeladen, nämlich in den Traumpalast, und zeigen euch mal die ersten Eindrücke, die wir sammeln konnten, und haben auch noch ein Interview mit der Geschäftsführung vorbereitet. Viel Spaß dabei! Good things about me, because I can't understand. I'm sorry I don't speak German, but thank you so much for having me. My name is Ali Bernacki. I'm Director of Theater Development for IMAX in EMEA, so includes Europe. And it's an absolute pleasure to be here opening this incredible theater, which is the biggest IMAX in the world. And the screen size is just something honestly unbelievable. When I walked in yesterday for the first time, and I see a lot of IMAX theaters around the world, I didn't expect this size to look this incredible. I mean, I saw the designs and everything, but this is just something completely different. So the length of the screen, and you're going to see a video later giving you exact sort of size specifications as well, but it's over 38 meters wide. And it's over 21 meters height, so it's incredibly big. And truly, we hope you're going to enjoy all the content that we're going to show. I'm going to keep it very brief because a lot of the content that you're going to see after is going to be very clear and self-explanatory. But I wanted to give you a bit of an insight as to what exactly IMAX is all about. Because it would be very easy for me to say, you know, it's not just about the screen size, and, well, it is about the screen size. But it's also about all these other little elements that we really focus on to make sure that the entire experience for you is the best it can be. So starting from the room that you're sitting in, the geometry and everything, the way that the seats are positioned, the steepness of the seating deck, the way that the screen is positioned a little bit closer to the audience, and the way that the screen itself is designed, so it goes all the way from the ceiling to the bottom and from the side to the side. So it's really all designed to make you feel immersed in the content that you're about to see. Then behind you in the projection booth, we have the best technology that we have
It's our dual projector laser system. It's two 4K projection systems that work at the same time to give you the best contrast, brightness, and clarity of picture. And this is a projection system we designed in-house. So we completely scrapped the way that people build projectors. We build something from the ground up. So it's something that only IMAX can achieve in terms of the clarity of picture and brightness and contrast. And additionally to the beautiful images created by our projection system, we have our immersive sound system that has 12 channels. So additionally to regular channels that you would have in a regular theater, we also have side speakers and then the ceiling speakers. So it's really going to be a nice and dynamic immersive sound. And the, one of the things, the last demo that we have is an immersive sound demo, which is going to be, I think, pretty exciting for you to feel. But this is, you know, only the work that we do when in the theater, but we do a lot of work beforehand as well, because we want to make sure that the content itself will be just of the same quality as all of the other elements that we put, you know, into the projection system and the theater. So the way that we do it is in two different ways. One is we make sure that all the content that goes through our projection systems goes through a proprietary post-production a process that basically elevates the images and makes sure that they can perform the best through our projection systems. And our systems actually go through a daily calibration process so that we know for sure that the content that you're going to see every single day is going to be the best possible quality, just as the filmmaker intended. And the other way, which is something we're working more on right now, is to allow for filmmakers to shoot content directly using the IMAX cameras. And that just takes content to a whole new level. So for example, the new Bond movie that was just premiered last night has an extended aspect ratio of about 40 minutes of the movie because the director, Cary Fukunaga, used the IMAX film cameras that allow for literally more picture to be recorded at the earlier stage when they're producing the movie. And that just is something that only we can do, and it really helps deliver the best images on screen. And then lastly, we bring the power of our brand, which now we are in, I think, over 85 countries in the world. I actually believe we're in more countries than Starbucks, which is something pretty incredible. And we have over 1,600 theaters around the world. So you now become, here in Leonberg, part of a big global generation of theaters. And especially after the pandemic and being at home, sitting, watching, you know, movies on a tiny little screen, and I think the demo that Sean Palas created is going to show exactly how big this the phone screen is compared to this. I think coming to a cinema like this is going to reinvigorate your love for cinema. So I'm going to shut up now. I'm going to let you watch the beautiful content we have ready for you, and hope you enjoy. Guten Tag, Herr Lochmann. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Wahnsinnsleinwand, diesem super tollen Kino. Wir haben heute einige Fragen an Sie mitgebracht. Wir fangen mal mit der ersten an. Wie bekommt man es denn hin, diese enorme Leinwandgröße auszuleuchten? Welche Projektoren sind im Einsatz und wie groß ist die Leinwand genau? Erstmal vielen Dank. Wir verfügen hier über zwei RGB-Laserprojektoren. Die haben natürlich diese Leuchtkraft, dass wir diese 23 Meter Höhe und 44 Meter Breite gut ausleuchten können. Was war die größte Herausforderung bei der Planung und in der Bauphase? Corona. Nein, natürlich. Tatsächlich war es eigentlich das Hochziehen der Leinwand. Dafür haben wir 60 Männer benötigt und insgesamt über 3 Stunden. Danach hat sich herausgestellt, dass die Leinwand beschädigt ist. Ja, wir mussten die dann in Stücke schneiden, abbauen, im Eilverfahren gemeinsam mit IMAX eine neue Leinwand bestellen, installieren. Das hat uns dann 2 Wochen nach hinten geworfen, weil wir hätten ursprünglich gern zu Dune eröffnet.
Und ja, aber jetzt sind wir happy, dass wir zu James Bond aufmachen können. Das war natürlich auch das große Ziel, aber es ist natürlich jetzt für mein ganzes Team jetzt auch irgendwie ein Kaltstart. Ne? Also ja, von 0 auf 100 noch nie irgendwas geprüft oder ja, noch nichts eingespielt. Ja. Aber bekommen wir hin und ja, wir freuen uns riesig. Ich denke, Sie haben eine große Erfahrung da drin im Einspielen und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das passt. Absolut. Genau. Wie kam die Kooperation mit IMAX überhaupt zustande? Ich habe gelesen, Sie haben den Deal selbst eingefädelt. Genau, also wir waren in London und haben da diskutiert und verhandelt. Grundsätzlich war es erstmal so, wir überlegen uns natürlich auch immer wieder, was können wir anders machen, was können wir neu machen, um auch das Kino zukunftsfähig zu gestalten, weil das Home Entertainment, muss ich neidlos zugestehen, ist sehr gut geworden, auch von der Qualität her, vom Sound, vom Bild, absolut. Ne, aber ich glaube jetzt nicht, dass sich jemand so eine Leinwand zu Hause auf gar keinen Fall installieren kann. Und auch, ja, wie gesagt, wir haben drüben den Traumpalast gebaut, am 7.7.2016 eröffnet. Hier, wo wir jetzt stehen, war unter uns ein geschotterter Parkplatz, den haben wir geschottert gelassen, gerade aus dem Grund, weil wir gesagt haben, wenn das nach unseren Erwartungen läuft, dann wollen wir hier dann noch erweitern. Und da habe ich mir so ein bisschen die Karten gelegt zwischen Dolby Cinema oder was es alles gibt, welche Systeme. Ne? Aber da war für mich IMAX einfach qualitativ das Beste und auch ja, eines der Systeme, wo ich auch riesen Fan von bin. Ich war oft in Sinsheim, ich war in Karlsruhe, wenn mein Film lief. Ja, und also wir sind auch oft nach Karlsruhe gefahren und das ist aber jetzt nicht mehr vergleichbar. Also allein schon auf die Größe ist einfach so abartig heftig, dieser Seeeindruck. Ja. Ja, und dann hat sie es einfach angeboten, dass wir hier dann die größte IMAX-Leinwand der Welt hier errichten können, worauf wir auch sehr, sehr stolz sind. Wir werden so in 10 bis 14 Tagen dann hoffentlich auch ins Guinness-Buch der Rekorde eingehen. Super. Und das macht uns dann natürlich dann schon auch enorm stolz, dass es so dann auch kommt. Ne? Und dass wir jetzt auch zum Glück auch rechtzeitig fertig sind zu James Bond. Der wurde jetzt auch 3-4 Mal verschoben. Das war jedes Mal unser Eröffnungstermin, also der wurde praktisch jedes Mal, weil es bei uns nicht geklappt hat, auch verschoben, so gesehen. Und dementsprechend sind wir jetzt einfach happy und die ersten Vorstellungen sind auch alle ausverkauft. Super. Oder weitestgehend ausverkauft und ist ein riesen Run drauf und mich freut es auch, dass alle, die rauskommen, die sind super happy, sind wirklich mehr als zufrieden. Und also alles richtig gemacht. Ja, und bekomme auch jetzt oft, wenn ich im Saal sitze, öfters Gänsehaut, Da kommen wir schon zur nächsten Frage. Werden Sie in Zukunft hier selbst Filme genießen können oder reicht die Zeit durch Ihre Aufgaben dann nicht aus? Nein, ich versuche es natürlich. Heute habe ich alle Mitarbeiter unserer Kinos eingeladen. Wir werden heute um 18.30 Uhr Dune schauen in 3D. Also dementsprechend dann schon das volle Programm. Aber natürlich schaue ich auch in Zukunft hier Filme oder probiere es zumindest. Ja. Aber ganz klar, jetzt am Anfang wird alles mitgenommen, die ist ja auf jeden Fall noch. Von außen ist das Gebäude ja schon gewaltig und eine Leinwand in der Größe setzt natürlich auch einiges in Raumvolumen voraus. Wie ist denn die Dimension des Raumes? Also ich kann sagen, dass das Gebäude außen an der höchsten Stelle 28 Meter hoch ist. Unten weiß ich es gar nicht jetzt gerade ganz genau, weil mit den Zahlen habe ich es nicht so. Aber ja, 28 Meter hoch. Dafür haben wir auch ein extra Luftgutachten erstellen lassen. Ja, erstellen lassen müssen, weil das die Frischluftschneise nach Stuttgart rein hier. Ja, also kommen dann schon andere Hürden auf einen zu, wenn man sowas erschaffen will. Bodengutachten, sämtliche Gutachten und auch viele komische Dinge kamen da auf und zu, dann auch in der Bauphase. Das sind all das. Wie heißt das? Unter uns ist eine alte Kläranlage, die wurde dann aufgeschüttet mit dem Müll aus dem Tunnel, aus dem Engelberg-Tunnel. Okay. Und dementsprechend mussten wir dann eine Pfahlgründung machen, was dann natürlich auch wieder wesentlich mehr ins Geld gegangen ist und solche Geschichten. Wahnsinn. Sie waren der Erste, die LED-Wall in europäische Kinos gebracht hat. Ja. Jetzt haben Sie mit dem IMAX die nächste Sensation hierher nach Leonberg gebracht. Ja. Technisch gesehen ist die LED-Wall den Projektoren ja überlegen. Was ist für Sie trotzdem persönlich das bessere Bild? Ich finde beide Bilder phänomenal. Ja, hier geht es einmal natürlich um die Größe. Ich finde nichtsdestotrotz, dass die
die Projektion, der Kontrast und alles wirklich hervorragend ist. Definitiv. Aber natürlich dann die LED-Wall, ja, spricht auch für sich. Also ist ja auch wirklich, also hat beides Vor- und Nachteile. Von der Brillanz her und vor allem die LED-Wall, ganz klar in allem, was ich jemals gesehen habe, im Vorteil. Ja. Aber hier geht es halt dann um das ganz, ganz große Bild. Ja. Ja. Oder bisschen um das Größte. Ja. Das Größte. Ich denke, der Anreiseumkreis der Gäste wird sich jetzt deutlich vergrößert haben. Ja. Was sind denn Ihre Erwartungen ans IMAX? Ja, wir schauen mal. Also wir sind niemand, der irgendwie eine Analyse macht, ne, und den Standort analysiert. Sondern uns geht es wirklich darum, also ist alles immer eine Bauchentscheidung auch. Und dementsprechend, ja, die Erwartungen sind natürlich schon hoch von unserer Seite aus. Der Vorverkauf zeigt auch, dass es ja gut angenommen wird. Aber mir fällt jetzt schon auch auf, dass wir deutlich mehr E-Mails auf Englisch schreiben müssen, ne, weil wir bekommen Anfragen aus China, aus Japan. Wow, wow, okay. Ja, also auch deutschlandweit, viele wollen hierher kommen. Und wir werden im Dezember die Deutschlandpremiere von Matrix 4 hier haben, in Anwesenheit der Darsteller. Also das, da bin ich dabei. Ja. Und das zeigt dann schon dementsprechend dann den Run da drauf, ja, und wie sich das jetzt auch alles dann auch wandelt. Ne? Hier werden nicht alle Premieren dieser Welt stattfinden, ganz klar. Aber da, ja, ist Leonberg jetzt schon auf, denke ich mal, ein wichtiger Teil der Kinolandschaft. Super. Wo sehen Sie denn die Kinobranche in 10 Jahren? Ich glaube, die Frage haben Sie schon öfters gehört, weil das Kino wird ja immer wieder als tot erklärt und hier wird dann doch so massiv investiert. Ja. Wie hoch waren denn die tatsächlichen Baukosten? 19 Millionen Euro. Belaufen sich auf 19 Millionen Euro. Und ich sehe, also ich glaube, das Kino wird niemals sterben. Es wurde auch schon mehrmals totgesagt, damals, als die DVD rauskam. Heute wird man sagen, wir hätten das gehen sollen. Genau. Ja, und aber ich glaube, wir müssen uns einfach alle weiterentwickeln. Wir als Kinobetreiber müssen auch mehr Wert legen auf Service, Sauberkeit, Schnelligkeit. Einfach das kleine 1x1, was man da erledigen muss. Und dementsprechend, denke ich, dann wird es dann auch für alle komfortabel sein, wenn dann die Technik passt. Weil das Besondere am Kino ist einfach das Gemeinschaftserlebnis. Und ja, das habe ich so zu Hause jetzt nicht. Und deswegen sind es eigentlich auch dann wieder zwei komplett verschiedene Dinge. Weil ich kann auch zu Hause mir eine Pizza machen, die schmeckt vielleicht sehr gut. Aber ich kann auch in eine Pizzeria gehen, wo die Pizza vielleicht nicht so gut ist. Aber ich habe da einfach jede Menge Spaß mit meinen Freunden. Und ich will mich zeigen, ich will was Schönes anziehen. Und das brauche ich alles nicht. Wenn ich dann nur noch zu Hause bin, dann brauche ich fast gar nichts mehr. Ja. Schöner Vergleich. Ja. Wie sehen Sie denn den Mitbewerb der Streamingdienste? Netflix und Co. sind ja ziemlich mächtig geworden. Auch was Kinoproduktion selbst betrifft. Ja klar, die sind da und die werden auch so schnell nicht mehr gehen. Wie gesagt, da gibt es einfach jetzt auch eine Anpassung und da müssen wir schauen. Aber ja, eine Studie hat bewiesen, dass jeder, der Netflix-Abonnement hat, auch leidenschaftlicher Kinogänger ist. Mhm. Also das zeigt einfach, dass die Personen, die Netflix, Amazon Prime, wie sie alle heißen, abonniert haben, dass sie einfach das Medium Filme lieben. Ja? Und dementsprechend ist auch nicht wirklich eine Konkurrenz, sondern es hat sich auch jetzt herausgestellt, in der Pandemie wurden viele Filme Day-in-Day released auf den Streamingdiensten oder vielleicht auch mit einem verkürzten Fenster. Jetzt merken wir, wo jetzt langsam wieder ein bisschen Normalität einkehrt, dass der Trend jetzt wieder, also die Verleiher kommen am Kino nicht vorbei, weil die auch nicht den gleichen Umsatz generieren können. Aber weil es auch einfach ist einfach ein anderes Erlebnis und die wissen jetzt nach der Pandemie, wissen sie eigentlich, wie wichtig das Kino für sie ist. Also dementsprechend geht es jetzt eigentlich gerade wieder in die andere Richtung, wie es davor ging. Ja. Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit und das tolle Interview. Gerne. Und viel Glück für die Zukunft. Vielen Dank. Danke. Wir kommen gerade aus dem IMAX und ich bin immer noch fix und fertig. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie diese Leinwand in Wirklichkeit wirkt. Ihr seht Bilder im Internet, ihr könnt es euch überhaupt nicht vorstellen. Geht dahin, guckt euch am besten noch einen 3D-Film an, wenn möglich. Die Pop-Ups, die durch die Bildhöhe zur Verfügung stehen oder rauskommen aus der Leinwand, sind so unfassbar. Also wie heißt es schön neudeutsch? Mind-blowing. Das ist so verrückt. Guckt euch es an, ihr werdet erschlagen. Im positiven Sinn. Also, Tickets bestellen, hinfahren, Spaß haben. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Bis zum nächsten Video und lasst dem Video ein Like da. Danke.